Ja, hallo Lieben, hier ist der Sibi und ich möchte gerne mit euch auf die neuen exklusiven Realm of the God Collection eingehen. Das Ganze gibt es halt nur für kurze Zeit. Also, die liebe Vireya meinte oder hat geschrieben, nach all den Jahren hat es die dunkle Macht in Isir geschafft, einen Weg zurück in das Reich der Götter zu finden. Starte am 28. Juli ist mittlerweile falsch, also ab dem 4.8. Mit drei einmaligen Paketen voll fantastischer Gegenstände und Extras in unserer Cap-erweiterten Realm of the Gods. Diese zeitlich begrenzten Pakete sorgen für die richtige Stimmung, während ihr noch nie der gewesene Kämpfe und Abenteuer besteht. Die Realm of the Gods Götterkollektion ist bis zum 3. August 2021 verfügbar. Ich weiß nicht, wie die das genau machen will. Wäre ja fair, wenn sie halt eine Woche das Ganze verlängern würden, genau. 20% ab jetzt bis zum 28. Juli, also bis morgen um 17 Uhr. Letzte Chance 28. Juli ab 17 Uhr bis zum 3. August. Shop Now. Will mal gucken, was da ist. Weiterleitung. Einen Moment. Aha. Oha. Cool. Also, was gibt es da noch zu überlegen? Hol sie dir alle. Ja, das könnte man natürlich machen. Also, bestes Paket. Wir fangen erstmal an mit dem Blütenpaket. Ist immer so eins. Das Coolste, was ich finde, ist halt ganz ehrlich: ein Waffencover-Coupon, Status 20% Schaden, 10% Crit, 8% Zier- und Schild-Statuswerte, wenn du ein Schild hast, 10% Blockrate. Also ab dem kleinsten Paket gibt es ein nach Wahl. Und das ist schon echt beeindruckend, dass das Fiasco gemacht hat. Ja, also man sieht hier halt, was man so bekommt, was auch ziemlich cool ist. Steht es hier noch? Genau, steht hier nochmal extra. Also hier ist die Liste, die wichtig ist. Das andere ist halt Text. Genau, Blütenpaket kostet 99 Euro. Ich finde halt 99 Euro für das kleinste Paket ist schon echt schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich sehe auch gerade, man bekommt auch einen Reittier-Coupon, was man auch permanent, also ab werten kann mit dem anderen, ja, Appen. Drachenpaket ist halt wiederum so das Mittelstück, aber es kostet 200 Euro. Da finde ich halt echt schon frech, muss ich sagen. Frech. Na gut, sei es drum. Also es gibt eine göttliche Aura, die hat auch Statuspferde, was auch sehr, sehr gut ist, vor allem XP-Boost. 30 Tage permanent, what the fuck? Permanent, sehr, sehr gut. Natürlich ab 300 Euro beim besten Paket. 30 Tage dreimal ist auch okay. Und 7 Tage dreimal ist, ja, ist. Okay, Kostüme gibt es für alle. Finde ich aber komisch. Wirklich, wirklich komisch, dass es für alle jeweils einmal 30 Tage gibt. Ich hätte es gedacht, bei den höheren wäre es natürlich logischer oder fairer, wenn du halt mehr davon hast. Ne? Weil, nein, so gesehen. Dann gibt es einmal Titania. Ach, das sind Reittiere. Ah, das sind Reittiere, okay, ist auch okay. Kostüm-Coupon, kein Staatswerte. Finde ich auch ziemlich cool, dass es das gibt. Man muss halt so sehen, ich weiß gar nicht, kosten die normalerweise 5000 Taler? Sind ja, glaube ich, immer 5 Euro, glaube ich, gewesen. Bitte tretet mich nicht. Ja, Reittier-Coupon habe ich schon erwähnt. Diesmal permanent. Beim größten permanent ist sogar handelbar. Dreimal und beim Drachenpaket dreimal permanent. Waffenkammer, wie gesagt, sehr, sehr nice, muss man schon sagen. Das finde ich jetzt halt schon echt cool. Das wäre schon eine Überlegung wert. Allein das Kleinste, aber die 100 Euro, das ist halt echt schon schwierig, schwierig, schwierig. Du hast so beim 300-Euro-Paket hast du vier Stück nach Wahl. Und das ist schon echt beeindruckend. Vor allem, du könntest dir halt im Prinzip neue Charaktere machen, hättest so gesehen einen Riesenvorteil. Ein Riesenvorteil gegenüber anderen, weil, ne, Waffencover sind halt schon echt sehr, sehr, sehr viel wert. Und als Gimmick gibt es halt Itemshop-Guthaben, kaufe in Euro und oder Pfund, erhalte den Taler Slime Coin-Betrag doppelt. Beim größten Summe 50.000, beim mittleren 37.000, beim letzten 19.000. Also man kann sagen, was man will. Die Preise sind echt nicht von schlechten Eltern. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die 20% dann noch dazu hinzukommt. Das war ja bei mittleren, ja, 40 Euro weniger, aber das sind immer noch 100, ja, 160 Euro, ne? Muss man halt jeder selber sehen, aber ich finde halt 300, 200 und 100 Euro ist schon echt schwierig. Ich sag mal so, man kann ja gerne Geld dafür ausgeben, das ist gar keine Frage. Aber
sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt das so nötig haben, solche Pakete rauszuknüppeln als Feier des Tages, dass der Realm of the Gods ja rauskommt. Aber also ich persönlich werde mir keins holen, muss ich ehrlich gestehen. Wobei Waffencover sind verlockend, Teile sind auch noch ganz cool, aber der Rest, ja, Aura und so, das ist auch schon eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Aber die Preise sind halt echt schon der Hammer, ne? Ja, das war so meine Meinung dazu. Ich finde, sollen sie heute ruhig machen. Aber warte mal, jetzt muss ich nochmal einmal was gucken. Also das waren ja zwei, drei. So. Hallo. Genau, okay. Gut. Ja, ist so. Ach so, genau, da hat der Pasi doch recht. Es gibt tatsächlich noch kleinere Pakete. Viele neue Waffenkabel. Oh, krasses. Muss ich mal kurz angucken. Götter. Oh, die sind ja cool. Wildschwein, what the fuck? Göttliche Rüstung. Auch sehr, sehr cool. Bonusteile. Ständert im Stil durch das Radien. Die es im Spiel noch nie gegeben hat. Schaden, Verteidigung, Crit. Ja, gut, das ist schon nice. Ne? Ich finde, muss ich sagen, die Gesichter sehen ziemlich cool aus. Ich mag das vom Krieger oder allgemein die blauen Augen sehen sehr cool aus. Ich weiß nicht, also es wäre schon, es wäre schon eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht, ob das das wert ist. Wir können aber in die kleinen Pakete gucken. Also wir haben jetzt hier die größeren. Geht da schon ab 10 € los. Oder ja, 10 €. Ja gut, 50 €. Boah, ich weiß nicht, Leute. Also ihr könnt aber schreiben, was ihr dazu davon haltet. Ich finde halt, mit 300 Paket ist natürlich das Beste. Ist natürlich das Beste. Aber der Preis ist schon echt heftig, ne? Naja, mehr will ich auch nicht dazu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Level Cap. Muss ich schon sagen, sieht schon ziemlich cool aus in dem Stil von Fierce Online. Das passt schon. Und ja, ich hätte auch natürlich auch beim Testserver mal reinschnuppern können. Ich habe das aber versäumt, muss ich ehrlich gestehen. Nichtsdestotrotz, ja, lasse ich mich einfach überraschen, was es so Schönes gibt. Und ja, also, wie gesagt, das sollte einfach nur meine Meinung dazu gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr es machen wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber ich finde es halt schon echt, ja, krass, 300 €. Ja, gut, mit den 20% ist es schon okay, sage ich mal so. Aber nichtsdestotrotz, es ist trotzdem schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, ihr Lieben, macht's gut. Bis dann, euer Sibi. Tschüss.